Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blue Kaizo. Im letzten Part haben wir gegen Rocco verloren und mussten deswegen wieder neu starten. Haben jetzt Blast auf 11 und einen Saffron auf 7. Und werden erstmal sehen, welches Pokémon wir jetzt hier fangen dürfen. Ein Zubat. Und definitiv schon mal was anderes als beim letzten Mal. Und das Poison ist gerade gar nicht nett. So, ich versuche einfach mal direkt das irgendwie zu fangen. Das ist nicht gut. Gut, wir haben es. Sehr schön. Wie nennen wir dich denn? Wie könnten wir dich denn nennen? Habe ich denn irgendwas für so ein Vieh? Nö, nicht wirklich. Also nehme ich wieder was Unkreatives, nenne ich einfach Sue. So. Natürlich ist Metapod jetzt nicht so das beste Pokémon. Aber es hilft zumindest zum Schwächen. Und mal sehen. Schauen wir mal, welches Pokémon wir hier fangen. Ein Glumanda. Das Problem ist nur Schwächen. Ich kann dich so gut wie gar nicht schwächen. Deutsch, ich kann dich nicht schwächen. Wow! Das ist unglaublich. Dass das gerade geklappt hat. Das ist echt unglaublich. Und ja, du kommst zum Spitznamen. Du bist nämlich Fate. Weil mein Glurak immer Fate heißt. So. Aber dass das gerade geklappt hat, ist wirklich unglaublich. Weil Glumanda hat eine sehr, sehr schlechte Fangrate. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass das so natürlich passiert, sehr, sehr gering. Aber es hat geklappt. So. Dann bleibt mir jetzt erstmal nichts weiter übrig, außer Pokémon wieder ein bisschen zu trainieren. Gott. Na, Rap und Katalyse ist ziemlich gemeine Gummi. Und ich wäre ihm sehr dankbar, wenn er was anderes machen würde, aber das macht er anscheinend nicht. Insofern muss ich doch nochmal wechseln und dann gleich wieder heilen. Jedes Mal paralysieren und Dings würde, dann könnte ich das auch schaffen. Da kann ich zum Beispiel gewinnen. Und erreicht Level 8. So. Wir haben auch bald ein Smetro dann. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Nur ob es die Attacken kann, ist die Frage. Ja, Toxic. Ist klar. Das ist auch nicht gut, das kann Wing Attack, genau. Aber es ist nicht stark genug. So, Metapod braucht jetzt irgendwie was, wo es ein bisschen was selber machen kann. Ansonsten wird das nämlich nicht. Mach's einfach kalt. Gerade so. Besser, du kannst da eine Donnerwelle und Donnerschock ab. So. Gut. Haben wir unser Pokémon. Und machen wir weiter. Bei dem Training von Metapod. Welches ziemlich scheiße ist. Aber es lässt sich leider nicht ändern. Ich hätte gerne eins mit, wenn ich schon ein Metapod hier habe. So. Wir haben auch noch nicht so lange verkauft in diesem Part, das ist immer etwas Gutes. Aber wir haben zwei gute Pokémon gefangen. Zumindest ein richtig gutes und eins, was gut sein kann. Selber Golbat trainiert in der ersten Generation habe ich nie. Aber wer weiß, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. So, jetzt muss ich hier schnell wieder weg. Dieses verdammte Gift.
Ich habe momentan auch nur Zubat, welches gegen Gift immun ist. Dann haben wir es wieder. Das Gift. Zum Glück kannst du den Kampf nicht alleine machen. Den kannst du alleine machen, wenn du irgendwie mal dazu kommst. Wie viel Schaden macht es jetzt nicht mehr? Du musst halt nur mal dazu kommen, Tackle auch einzusetzen. So in etwa. Gut. Das Training geht langsam aber sicher voran. Ach komm, hier, Fate. Übernimm du mal. Du hast eh noch Erfahrung auf. Also sammelt so ruhig gegen Hornviews. War hier eigentlich noch Gift gegen Käfer effektiv? Das frage ich mich gerade. Also war hier das so? Ich weiß es nämlich nicht mehr, ob das hier so war oder nicht. Ah, komm schon. Danke. So, den kannst du wieder erledigen. Das muss man wieder Fate erledigen. Und Fate erreicht Level 6, sehr schön. Das kannst du selber machen. Nur Wickel einzusetzen ist in Ordnung, weil damit machst du mir nicht viel Schaden und ich kann mir nicht zwischendurch auch angreifen. So, Raupi, Wickel, 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 Wickel. Und Level 10, Metapod entwickelt sich. Oh yeah. Und damit haben wir ein Smetbo. Aber wenn ich es mitgekriegt habe, hat es gerade keine Attacke gelernt. Nee. Als Medbook kann momentan nur Tackle. Was nicht sehr schön ist. Ich habe gehofft, es lernt wenigstens gleich Konfusion oder so. Aber anscheinend nicht. So. Jetzt gehen wir mal zu nach vorne. Wenn ich sie auch erstmal auf eine recht doofe Art und Weise trainieren müssen. Aber okay. Ich würde mal sagen, ich trainiere jetzt einfach wieder offscreen kurz. Weil das dauert sonst zu lange, die beiden jetzt auch hochzubringen. Und wir sehen uns gleich wieder, sobald sie eben auf Level 10 sind. Also bis dann. So. Und das sind wir wieder. Mit allen auf 15, 16 und 17. Und werden damit jetzt Green herausfordern. Smetbo war ziemlich scheiße zu trainieren, weil Smetbo einfach nur Tackle konnte. Nun gut. Zubat ging dafür irgendwie einfacher, weil es Flügelschlag konnte, was doch ein recht guter Takt ist. Hallo Evoli. Und ein Nidoran. So. Dann wollen wir doch mal Green herausfordern. So. Das nächste Mal Toxic. Und den Confuse Ray drauf. Dann wechseln wir zu Butterfree und machen einfach den Psybeam. So, und gegen Mew gehen wir auch wieder mit Su ran. Ja, machen wieder Toxic. Ja, Softball kannst du ruhig machen, das stört mich überhaupt nicht. Und dann kommst du noch ein Confuse-Ray drauf. Ja, der Fund stört mich nämlich auch nicht. So, Wing Attack. Macht nicht so viel Schaden. Ja, Donnerwelle ist noch. Wir wechseln aber zu Fate. Sie macht Softball, das ist in Ordnung. Wir greifen mit Blut an. Und das sollte es dann so gut wie gewesen sein für Mew. Ja, das war's. Sehr schön. Auch den gut besiegt. Und wir tun mal kurz Butterfree wieder nach vorne. Einfach nur, um hier schnell durchzukommen. So.
So. Und die Sache ist die, ich könnte natürlich, ich habe jetzt die Möglichkeit, dieses Aerodactyl zu paralysieren. Und vielleicht kann ich es mit der Paralyse dann schaffen, ihn eben zu erledigen. Weil ich dann ja auch einfach schneller bin als er. Das heißt, ich kann dann zweimal angreifen. Und dann könnte Blaster definitiv mit zwei Aquaknarren vielleicht schon genug Schaden machen, um es zu erledigen. Nur die Frage ist halt, will ich das wirklich riskieren? Weil dann riskiere ich ja trotzdem, dass eins meiner anderen Pokémon stirbt. Das ist beides nicht so optimal. Naja, nun gut. Wollen wir uns erstmal durch den Vertania-Wald dann angeln? Arbeiten. Ist das richtige Wort nicht angeln? Kommt, lass mich einfach mal durch hier. Und den nehmen wir sogar mal mit. So. Irgendwo hier muss noch ein Item sein, das will ich mir holen. Da ist es. Oder zumindest ist da eins. Das war wahrscheinlich nicht mal das, was ich gesehen habe von der anderen Seite. Aber okay, ist auch nicht wichtig. Vielleicht kommt man da nur mit dem Dingens ran. Oder vielleicht war es sogar das. Ah, da war noch ein Mondstein, glaube ich, oder? Ich gehe nochmal ein Stückchen zurück. Und schau lieber nochmal nach. Genau, da ist er. Verdammt. So, her mit dem Mondstein, danke. Oh Gott. Also ein Schutz ist definitiv sehr hilfreich hier in diesem Spiel, aber am Anfang hat man keine Möglichkeit, einen Schutz zu benutzen. Und das Mauti habe ich schon wieder nicht ausprobieren können. So, wir dürfen einen Kokuna fangen. Und ich werde es definitiv erstmal versuchen, dass ich zumindest eins habe. Gut, wir haben Kokuna gefangen. Und werden es aber erstmal auf die Box stellen dann. Denn ja, Kokuna ist jetzt nicht gerade ein Mega-Pokémon. Aber es wäre zumindest eins, welches uns erlauben würde, uns zu überleben an sich. Allerdings muss ich da noch ein anderes Pokémon mit draufsetzen auf den, auf die Bank, damit ich das auch trainieren kann. Falls alle meine Pokémon sterben und ich dann nur noch Kokuna haben, hilft mir das natürlich auch nicht. Weil das nur Härtner kann. Ich werde dann wahrscheinlich Zu mit draufsetzen. Weil mir das wahrscheinlich eh nicht großartig helfen kann gegen Rocco. Davon. 50 Erfahrungen von dir bekomme ich. 51. Also von beiden nicht viel. So. Ich will jetzt einfach größtenteils wieder nur durch. Aber ich werde definitiv danach nochmal trainieren. Hier geht es nicht mehr weiter. Muss ich doch nach links? So war das ja. Wollte schon sagen. So, komm her. Die Viecher gehen jetzt alle drauf. So, nehmen wir Butterfree wieder nach vorne. Und gehen hier links weiter. Was hast du? Kokuna, das ist in Ordnung. Bam, weg damit.
Bam, weg damit. Und bam. Ah, nicht ganz weg damit, aber dann. So. Kuna nehme ich einfach mal mit. Ich übrigens so Pikachu. Nur 35, gut. Gut zu wissen. Ponita, wie viel bringst du? 108, wow. Okay, als Ponitas werden gekillt. Und Safgons mit Tackle am besten einfach. Wie viel bringst du? 55, naja, okay. Sackgasse. Ich kann mir den Weg natürlich nicht merken. wo muss ich denn lang? Ach, da oben muss ich lang, genau. Ja, Venno, du bist leider nicht dabei. Du wurdest leider mit ausgelöscht. Zusammen mit Thor. Wurdest du leider komplett ausgelöscht. Weiter hier links. Ah, Ponita, nehmen wir mit. Das Gute ist, ich habe jetzt halt auch viele Pokémon, das heißt, ich kann hier auch mal ein bisschen ein paar Gegner killen. Nicht so wie vorhin, dass ich da kaum AP hatte, weil ich keine, weil ich nur den, den Rankenhieb hatte. Und die Leech Seed auf Thor und da halt den Knochenmagang und die Kopfnuss von Cubone. Und halt ein bisschen was vom Venno. So. Hier muss ich rechts rein. Tackle. 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 Oh, ein Tauboga. Wie viel Erfahrung bringst du mir? 145. Schön. So, weg. Setzen wir mal Blaster nach vorne. Mach mit ihm jetzt auch mal die ganzen Viecher hier nieder. Weil der muss eh noch zig Level steigen. Aber nicht unbedingt gegen Knopfensa. Dup, 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 dup. So, alles weg. Den Pokéball nehmen wir mit. So, dich nehmen auch mit. Deinem Metapod auf 11. Kuna auch mit. Letzter Level 18. Aber bei weitem noch nicht genug. So. Dann sind wir jetzt endlich draußen wieder. Wir können jetzt hier erstmal weitermachen. Haben auch gleich keine Watergun mehr. Aber wir haben ja zum Glück noch die anderen. Mauzi, mal gucken. Mal schauen, mal schauen. Bis setzt du ein? Bis. Anscheinend kannst du keinen Zahltag. Schade. Ich hätte gerne das ein bisschen rausgezögert, dass das Mauzi die ganze Zeit Zahltag einsetzt. Aber leider nicht. So. So ein Butterfree nochmal vor. Das könnte nämlich noch zumindest einigermaßen hilfreich sein. Mit der Paralyse.
Allerdings müsste es dafür möglichst auch schneller sein als Aerodactyl, und das ist eher nicht der Fall. Weil Aerodactyl ist wahrscheinlich... Aerodactyl ist, glaube ich, mit das schnellste Pokémon in dieser Generation. Ich glaube, Aerodactyl und Blitzer sind die zwei schnellsten, oder? Also mindestens haben sie dann im, haben sie momentan, in den aktuellen Editionen, haben sie, Basiswert von 130 Speed. Und von Gen 1 Pokémon gibt es da kein schnelleres. Die einzigen, die schneller sind, ach doch, Elektroball, ja genau, Elektroball ist das schnellste. Elektroball hat, glaube ich, 140. Ninjask hat, glaube ich, 160 oder so. Und dann hat nur noch Deoxys Speed mehr. Das ist gerade schlecht. Ich glaube aber, ich schaffe das zu überleben, ohne Antidot zu benutzen. Hoffe ich zumindest. So, die Viecher kann natürlich alles aus dem Weg räumen einfach. So, wie sieht's aus? 25. Das sollte reichen. Also, was sollen wir machen jetzt? Ich kaufe mir noch ein paar Pokebälle. Ich habe ja kaum noch welche. Und da ist mein Geld nämlich dann auch schon wieder weg. Diese 1500 von Anfang, die gehen mir echt ganz schön weg. Aber ich habe zum Glück das HP ab, welches ich verkaufen kann. Und damit bekomme ich zumindest an sich etwas an Kohle. Kaufen wir noch ein paar Pokebälle dazu. Kaufen wir vor allem Escape Rope. Antidot nehme ich auch mal noch zwei mit. Und dann doch noch ein paar Pokebälle. So. Gut, dann würde ich mal sagen. Legen wir ab Kukuna und legen wir ab. Ich bin schon fast am sagen, Fate vielleicht, weil Fate Feuer brauchen wir momentan erstmal nicht. Ich würde aber Fate gerne mitnehmen, was zu. Butterfree können wir auch gebrauchen. Ich leg Fate mit ab. Fate wird unser, weil wir schon mal Glurak hatten. Okay, Turtok hatten wir auch schon, aber wir lassen sozusagen das Glutexo als unsere, als unser letzter Ersatz. Und müssen jetzt erstmal Blaster aufleveln, bis zum geht nicht mehr. Und das kann eine ganze Weile dauern. Aber das mache ich jetzt offscreen hier. Ich level das Vieh jetzt einfach hoch. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir dann Froko herausfordern und ihn dieses Mal hoffentlich besiegen. Also, bis dann!